Oha, 5000. So, diesmal haben wir es geschafft. So, dann gehen wir zurück. Nee. Den wollte ich jetzt nicht aktivieren. Ach, So. Zurück damit. Und wieder zurück zu Kira. So, Kira, was willst du jetzt von uns? Was sagst du jetzt? Wir haben die Stadionstrecke geschafft. Bravo, ein blindes Huhn. Naja, hört mal, müsst ihr nicht noch irgendwo Schulden eintreiben oder jemanden zusammenschlagen oder sowas? Du magst uns nicht, oder? Ihr arbeitet für dieses ekle Crew. Da soll ich euch mögen? Du hast wohl schon ein paar Rennen gewonnen. Darf der Sieger wirklich den Palast besichtigen? Ja, warum? Könntest du mich in den Palast bringen? Ein Freundschaftsbesuch? Klar, ich bin ein Riesenfan des Barons. Okay, ich helfe euch, wenn ihr aufhört, mich zu nerven. Unten an einem der Stütztürme des Palastes habe ich einen alten Serviceaufzug gesehen. Dieser Lift könnte euch hoch zum Palast bringen, falls ihr es schafft, ihn anzuschalten. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal zu dem Messer. So. Die Metallschädel haben eine Mine des Barons angegriffen. Das ist nicht unser Problem. Das ist es doch, denn der Vorarbeiter ist einer unserer besten Informanten. Er heißt Wynn und ist gerade so viel wert, um ihn zu retten. Such das Warp-Tor beim Kraftwerk und benutzt es, um zum Tagebau zu gelangen. Damit ihr Wins armselige Haut retten könnt. Hey, Ganzkörper-Tattoo! Wie kommst du, dass wir immer nur die miesen Jobs kriegen? Weil ich dich nicht leiden kann. Gutes Argument. Was auch immer der Deal zwischen dem Baron und den Metallschädeln war, die Stadt hat fast kein Echo mehr und ihm läuft die Zeit davon. Wenn wir den Jungen nicht bald zurück auf den Thron holen, ist vielleicht keine Stadt mehr da zum Verteidigen. Joanna, dann machen wir das doch mal. So, hier oben sind wir jetzt, da müssen wir jetzt hin. So. Hallo. Ein Warp-Tor. Ah. Okay. Was bist du denn? Okay. Kommt her. Ihr Dinger. Wo seid ihr? Da war was. So. Oh Gott, was bist du denn? Ja. So. Hier sind noch welche. Wie viele sind die denn? Oder gibt's hier Spawner? Nee, ne? Hallo. War ja klar, dass sie da hinten das mitbekommen, dass ich hier bin. Nein! Du hinterlistiges Biest, du. So. Gut, dann jetzt hier hoch. Ja, ein Quick Cursor Orb. So. Hallo.
Okay. Toll. So, wieder zurück hier. Kurz nochmal hier Heilung mitnehmen. Danke. Und dann geht's los. Nächste Motte oder was auch immer das ist. Oh Gott, oh Gott. Okay. Wir haben es geschafft. Hallo. Wo ist die Armee? Wir sind die Armee. Was? Nur ihr zwei? Die wollen mich wohl loswerden. Irgendwie glaube ich das langsam auch. Bleib ruhig hier und lass dich zum Metallschädelfutter verarbeiten. Aber Dexter und ich hauen ab, bevor diese Monster zurückkommen. Danke, Jungs, dass ihr mich da draußen am Tagebau gerettet habt. Und dir vielen Dank, dass du so ein mieser Schütze bist. Ja, tut mir echt leid, Jungs. Ich bin ein bisschen nervös in letzter Zeit. Nervös? Jetzt übertreibst du. Da, ein Metallschädel! War ein Scherz. Hast aber klasse Reflexe. Sehr witzig! Diese Metallschädel greifen ständig unsere Minen an und uns geht das Echo aus. Die Eco-Energie hält die Schutzschildwände der Stadt intakt. Und wenn das Schutzschild nachlässt, tja, dann würde ich sagen, gute Nacht. Ich habe ein paar Überraschungen für die Metallschädel. Ihr müsst die Schutzwände aufrechterhalten, bis der Schatten eine Lösung findet. Meine Messwerte zeigen einen Abfall des Eco-Flusses an der Bohrplattform. Bestimmt zapfen ein paar Metallschädeleier die Energie an. Mit dem Warp-Tor kommt ihr zur Plattform. Ihr müsst alle Metallschädeleier zerstören, die ihr finden könnt. Alles klar, dann los. So, da sind Eier. Wer hätte es gedacht, was seid ihr denn? Okay, dann lasst uns mal Eier schießen.
Gerne. Okay, der Typ ist weg. Dann haben wir noch ein Blas auf der Karte. Das können wir jetzt auch mal kurz abchecken. So, hey, hallo. Zuckerpuppe? Neu hier? Sag mal, hast du was Scharfes? Moment, dich kenne ich doch. Du gehörst zum Untergrund. Psst, ich bin Tess. Ich spioniere in Thorns Auftrag Crew aus. Macht mit, vielleicht finde ich ein paar von Crews Geheimnissen raus. Ich liebe verdeckte Arbeit, Schätzchen. Aber zu zweit geht das viel besser. Komm, ich helf dir. Wow, ganz schön viele Flaschen hier hinten. Oh, das geht runter. Oh Mann, glaubst du, das ist echtes Gold da drin? Und was ist mit dem Lila-Zeugs? Jack, genau, du und die sprechende Ratte da. Ihr müsst für mich ein paar Dinge einsammeln gehen. Hey, Schwabbelback, wie läuft's denn so? Was ist mit dem los, hä? Gar nichts. Mir geht's gut. Kümmere ich für meinen eigenen Kram. Ich hab ganz viel Mut. Hör zu. Sechs meiner Kunden in der Stadt haben Geld für mich deponiert. Ihr müsst die Geldsäcke so schnell wie möglich einsammeln und neugierige Wachen ausschalten. Hm? Wenn ihr zu spät seid, schnappt sich vielleicht ein Stadtbewohner den Geldsack. Weißt du, was dein Freund ist, Crew? Das Greifen liegt. Könntest hier super Laden haben. Hopp, wir kiffen, wie wir tanzen. Mehr Eingramm, mehr Frauen. Jack, was holt mir die 14 Geldsäcke, bevor sie weg sind. Und bringt sie hierher. Verliert ihr einen, dann lasst euch besser nie mehr hier blicken, klar? Dexter, Alter. Verdächtige Aktivitäten in diesem Sektor. Ein bisschen draufgängerisch hier, wa? So. Ach du Kacke. Ich war nur von vorne. Okay, das haben wir geschafft. Jetzt müssen wir nur noch kurz das E abliefern. Ihr seid echte Geldeintreiber. Hier ist euer Waffenboden. Jetzt haut ab. Ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Glaub mir, Kumpel, so lange kannst du gar nicht schlafen. Was haben wir denn bekommen als Waffenbonus? Streuwaffen Feuerrate erhöht. Ah, das ist schön. Ey. So, jetzt zum Messer. Wieder mal. So. Hallo. Wir haben diesen Vin gerettet. Den Vin Diesel. Ein alter Kamerad von mir wurde zur Pumpstation geschickt. Bisher haben wir noch nichts von ihr gehört und nach dem, worauf ihr beiden da draußen gestoßen seid, befürchte ich, dass sie in Schwierigkeiten steckt. Hast du gerade sie gesagt? Denk nicht mal dran. Schluss damit! Das hier ist ernst, du Idiot! Wow! Genau! Leg dich nicht mit der Süßen an! Diese Freundin von mir hat dem Untergrund schon oft geholfen. Geht zurück zur Pumpstation und seht euch dort um. Helft ihr, wenn nötig. Und jetzt beweg deinen Rattenpopo hier raus. Okay. Dann gehen wir mal zu ihr. Deutsch.
So, jetzt sind wir wieder bei der Pumpstation. Stadt wird verlassen. So, hallo, hallo, hallo. Hallo? Na, wo ist er denn? Was bist du denn? Okay. Den haben wir erledigt. Da hinten ist das Precursor, was ich nicht nehmen durfte beim letzten Mal. Weil dann ist die Mission einfach gesagt hat, du bist außerhalb der Mission. Und dann ging das nicht. Aber jetzt habe ich es eingesammelt. So. Okay. Aber wo genau ist sie denn jetzt? Bei der Pumpstation. Aua. Ey, ich hab dich jetzt zum 5. Mal getroffen. Wie oft willst du, was willst du denn noch alles aushalten? Alter. Ich geh jetzt einfach mal hier den Weg entlang. Natürlich. Vielleicht gehe ich auf einmal einen anderen Weg. Also, warte mal. Bam, 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 bam. Ah, 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 ah. So, weil wir können ja auch hier hinten her. Vielleicht trifft man sie ja da eher. So, fast 150 Eier von denen. Nicht Eier, Schädel. Ah, gucket mal. Das war vorher hier nicht. Da war ich mal und habe mich gewundert, was man mit denen machen kann. Aber jetzt sind sie offen. Das ist schön. Hallo? So. Komm ich mal hier hoch? Nicht hier hoch? Doch, hier hoch. Okay. Ganz viel Muni, die ich nicht gebrauchen kann, weil ich schon voll habe. Hallo? Hallo? Ah, okay. 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 Riskieren wir überhaupt unser Leben für irgendeine alte Crimson-Schabracke? Die hat doch garantiert mehr Haare auf den Zähnen als ich im Gesicht. Wer zum Teufel seid ihr denn? Ich stehe ja irgendwie auf Frauen in Uniform. Lass mich Männchen machen. Wuff, wuff. Für dich kämpfe ich an der vordersten Front der Liebe. Ober, ein Hundekörbchen für zwei. Red nur so weiter, dann ziehe ich dir das Fell über die Ohren. Beruhig dich. Thorn will, dass wir dir helfen. Ich brauche keine Hilfe, aber ihr vielleicht. Wir bekommen Gesellschaft. Gesellschaft? Das da ist nicht schön. Schon. Wie langsam läuft sie denn? Oh. Oh. Natürlich. Ah, ah. Schieß, schieß! Halt drauf! Digga! Das hat wehgetan. Okay. Hat sich auch so angemacht, wie ich diese Metallschädel umgenietet habe? Süße? Hey! Schatz! Schieb mal deine Nummer rüber, ich ruf dich an! Dann machen wir richtig einen drauf, bis der Arzt kommt. Sag Thorn, dass Baron Praxis was Großes plant. Ich glaube, es hat mit diesem Symbol zu tun. Was ist das? Das ist das Siegel des Hauses von Mar, dem Gründer von Haven City. Man schickt uns auf Selbstmordmissionen, um Artefakte aus seiner Herrscherzeit zu finden. Wenn euch eure Neugier keine Ruhe lässt, fragt Onin, die alte blinde Wahrsagerin auf dem Bazar. Sie weiß vielleicht etwas mehr darüber. Hier habt ihr meinen Zutrittssicherheitspass. Du heißt Ashlyn, huh? Wir sind Quitt.
für eine Frau! Okay. Und, gelben Sicherheitsausweis erworben. Nice. Dann versuche ich mal lebend wieder hier zurückzukommen. So. Ich würde noch einmal gerne zum Orakel gehen. Ich weiß es auch gar nicht, ob es nicht das Orakel ist, was hier gerade angezeigt wird. Scheinbar nicht. Okay, hier ist nämlich das Orakel, weil wir haben schon ziemlich viel Dinger jetzt. Schädel wieder. Könnte man doch bestimmt was holen, ich oder? Ich brauche mehr Schädelsteine. Okay, dann nicht. Dann fahren wir mal ganz kurz zu diesem Haus. Neues Gebiet. Schön. Und das ist jetzt hier so eine extra Straße. Anscheinend nach. Es bezahlt die Versicherung. Also die Viertel werden wie immer wohlhabender, habe ich das Gefühl. Komme ich jetzt rüber? Weil ich habe so langsam nicht mehr das Gefühl, dass ich... Geh doch einfach weg, ey, ganz ehrlich. Wo genau muss ich hin? Okay. So, hier ist das Haus, oder das Zelt, eher gesagt. Cool, guck dir all das tote Zeug an. Au, fass die Sachen nochmal an, du Ratte und ich. Boah, hack dir deine Finger ab. Ich bin Packer. Ja, ich weiß. Meine Mutter war sehr rachsüchtig. Ich bin Onins Sprecher. Onin heißt euch willkommen, bla 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 bla, der übliche langweilige Begrüßungskram. Sie sagt, es ist schön, dich wiederzusehen, Jack. Aber ich habe sie vorher noch nie gesehen. Vorher, nachher, ist doch alles das Gleiche. Oh, kann ich mal? Sie will ein Jackauknochen. Eine Jackaublase. Nein, jetzt hab ich's. Seit vielen Monaten wartet sie auf ein Fruchteis? Ein Juweliergeschäft. Oh, ich weiß. Haarknoten. Haare auf den Zähnen. Eine behaarte Brust. Fast. Aber falsch. Onin sagt, ihr sucht Antworten. Zum Grabmal von Mahar. Sag schon, was müssen wir wissen? Sie redet und redet von mystischen Energiekanälen, bösen Flüchen, idiotisches Zeug. Vergesst all das, ich fasse das mal schnell zusammen. Ihr stört nämlich gerade meinen Mittagsschlaf. Oni möchte, dass ihr drei Artefakte aus dem Bergtempel der Precursor holt. Nicht zwei, nicht vier, drei. Benutzt das Warp-Tor auf der Nordwestseite der Stadt und bringt uns die drei Gegenstände. Okay, das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge.